Jo Leute, damit willkommen wieder zu einem weiteren neuen kurzen Shop-Video. Ich zeige euch heute wie immer, was in den Shop reinkommen wird. Davor ganz kurze Info, wir sehen schon planmäßige Wartungsarbeiten. Heute gibt es ein Update, genau um 10 Uhr. Dann gibt es wahrscheinlich so ein richtiges Halloween-Update, da freue ich mich extrem drauf. Jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt mal auf den Shop drauf, denn der Shop ist auch schon in einer halben Minute da. Und dann mal schauen, was heute reinkommt. Falls ihr neu da seid, lasst auf jeden Fall gerne mal ein Abo hier. Ihr seht hier jeden Tag immer den neuesten Shop. Es gab jetzt wirklich hier einen riesigen Shop mit auch sehr seltenen Sachen. Mal gucken, ob das Ganze hier bleiben wird. 3, 2, 1 und der neue Shop ist da. Okay, die Heidi ist zurück. Ich glaube, die ist aber nicht mehr selten. Und ansonsten sieht der Shop ganz okay aus. Es gibt hier hinten auf jeden Fall auch wieder seltene Sachen, sehe ich gerade hier. Der Tanz war lange nicht mehr da. Und ansonsten, sieht der Shop wirklich gut aus. Wir fangen aber wie gesagt erstmal hier links an. Hier gibt es die Heidi aus dem Oktoberfest-Set. War ja extrem selten, kam aber vor einem Monat circa zurück. Ganz cooler Skin, hier mit dem Rückenteil. Da gibt es noch einmal den Ludwig dazu, der passende männliche, auch hier mit einem Rückenteil. Und da gab es einmal die Akkordeonhacke. Und dann auch noch hier das Oktoberfest mal. Wirklich ein cooles Set. Ist nochmal nach einem Monat zurück. Und daneben gibt es einmal Enigma. Die animierte Lackierung. Die ist noch ganz okay. Passend dazu gibt es natürlich den Krypto-Skin. Hier mit einem sehr coolen Rückenteil. So ein bisschen animiert. Ist auf jeden Fall auch nach einem Monat zurück. Und ansonsten gibt es einmal hier Dreieckmuster, die Lackierung. Und passend dazu natürlich einmal hier den Unterdrücker. Ja, der ist okay, hat noch einen zweiten Stil, aber ich finde 2000 ist da ein bisschen zu viel für. Hier gibt es dann noch eine Hacke dazu. Ist auf jeden Fall auch nochmal alles nach einem Monat zurück. Ja, und das sind auch schon die gesamten vorgestellten Gegenstände. Und an der Stelle könnt ihr gerne ganz kurz mal rechts unten hier auf eine Spitze einen Creator klicken und den Code DETO eingeben. Würde mich extrem freuen. Wir gehen auch schon direkt zu den täglichen Gegenständen. Hier gibt es einmal ganz vorne die Schmetterinchen zurück nach einem Monat. Der Skin ist noch ganz okay. Ich finde das Rückenteil hier ganz cool. Aber Leute, passt auf. Es gibt einen ultra seltenen Skin zurück und zwar den Nachtkommando. Ich zeige dir mal direkt, der ist aus der Season 3 und heute zurück nach 728 Tagen. Also einfach ultra selten, schon 2 Jahre her, extrem krass seltener Skin. Heute nochmal zurück, wie gesagt, nach 728 Tagen, ist wirklich verdammt krank. Also auf jeden Fall heute nochmal hier im Shop, krass seltener Skin. Dann gibt es einmal hier noch Sonnenspross, das Rückenteil für 200, ganz okay. Ist auch nochmal nach einem Monat zurück. Dann gibt es einmal hier der Renegade. Ist auch noch ein sehr, sehr cooler Tanz. Ebenfalls nach 22 Tagen zurück. Und dann gibt es hier einmal Balletastisch. Nach 23 Tagen zurück. Und dann gibt es hier noch einmal langsames Klatschen. Ist nochmal nach einem Monat zurück. Da klatscht einfach die Hände. Und dann gibt es hier noch, wie gesagt, den riesigen Shop. Hier das Daredevil-Paket, die Gutschupperin, die ganzen Halloween-Sachen sind auf jeden Fall noch hier. Aber der Delirium ist hier nochmal zurückgekommen nach 16 Tagen. Und dann gibt es hier auch noch einmal das Emote Fürchterlicher Funk, ist nochmal 354 Tagen zurück. Zeige ich nochmal ganz kurz. Also auch schon ein Jahr her, sehr, sehr selten. Wie gesagt, 354 Tagen. Und ansonsten gibt es hier die Sachen, die auch schon drin waren. Ganz krasser Shop auf jeden Fall. Und mehr muss man dir gar nicht zeigen. Ist auf jeden Fall ultra krass hier mit dem Skin.